Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Gamescom on Tour. Wir sind nach wie vor auf der Gamescom 2015 hier in Köln, genauer gesagt bei Turtle Beach, und da haben wir einige neue Headsets gesehen, und da werden wir jetzt auch mal einen Schwenk rüber machen, ja, weil haben wir auch schon hier schön positioniert für euch. Wir fangen an mit dem neuen High-End-Modell. Das ist das Stealth 450, speziell für die PC-Community oder für die PC-Zocker konzipiert. Handelt sich hierbei um ein Wireless-Gaming-Headset. 7.1, wir haben Surround Sound, wir haben das sogenannte Super Human Hearing, das heißt, da werden die Höhen hochgepitcht, ja, damit man Schritte besser hört oder Patronenhülsen, die was am Boden fallen. Ebenfalls haben wir die Möglichkeit, direkt am Kopfhörer selber zwischen verschiedene Audio-Modi zu wechseln, ein bisschen mehr Bass oder dass die Stimme klarer rüberkommt. Ja. Ebenfalls sehr nette Geschichte ist, dass wir eine Akkulaufzeit von knapp 15 Stunden haben, das bei maximaler Lautstärke aufgeladen ist das Ganze wieder in 2 Stunden. Ihr könnt natürlich das Teil auch in dieser Zeit kabelgebunden nutzen, also ihr habt da so ein Micro-USB-Kabel, ist im Lieferumfang enthalten, und da könnt ihr das dann auch weiter nutzen. Ist ab dem 4. Quartal im Handel erhältlich, kostet 130 Euro. Wie gesagt, ganz nette Geschichte. Dann haben wir hier das das 60P, das Recon 60P, kostet 50 Euro, ist auch in Q4 erhältlich, und man sieht es auch schon an dem Blauen, das ist speziell für die PlayStation 4 Spieler, ja, also ist auch ein PS4 Headset, hat auch entsprechende Verkabelung, kann man theoretisch aber auch am PC anschließen, wenn man möchte. Der Unterschied zum 50P, das 40 Euro nur kostet, ist, dass wir hier bessere Stereo-Treiber verbaut haben, also wir haben es auch ausprobiert, man merkt auch, dass das Teil sich ein bisschen besser anhört. Ja, ist eigentlich relativ simpel aufgebaut, klassisches Stereo-Headset ohne großen Schnickschnack. Man kann die Mikrofone abnehmen, ja, wir haben eine kleine Kabelfernbedienung für die Lautstärke und dass wir das Mikrofon muten können. Ja, das war es eigentlich, ein kleines Roundup, das sind eben die neuen Headsets, die dann jetzt so in den nächsten Tagen in den Handel kommt, beziehungsweise so ab den Q4 dann wirklich überall verfügbar sind, also passend zum Weihnachtsgeschäft. Also wenn ihr euch eine PS4 zulegt oder einen neuen PC, könnt ihr euch hier bei Turtle Beach auch gleich die passenden Headsets organisieren. Das war's von uns, von Turtle Beach. Tschüdelü.